alle zusammen. Heute gibt es meine versprochene Review, Preview zu Sims 4. Daher auch heute meine unglaublich seriöse Frisur. Ich habe zwei Disclaimer vorab. Und zwar, ich hatte auf der Gamescom die Gelegenheit, die Sims 4 zu spielen. Und zwar am ersten Tag eine Stunde und am nächsten zwei. Somit kommen wir auf 3 Stunden und wir alle wissen, was 3 Stunden bei einem Sims-Spiel bedeuten. Das bedeutet eigentlich quasi gar nichts, das bedeutet überfliegen. Ich glaube, es gibt kein Spiel, bei dem die Zeit so schnell vorbeigeht wie bei Sims. Aber ich denke, ich konnte mir einen relativ guten Eindruck machen. Aber natürlich ist es viel besser, ein Spiel in den eigenen 4 Wänden in Ruhe zu spielen und nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, 20 andere Leute im Raum sind und total viel Gewusel und Geplapper ist. Aber mir sind einige Sachen aufgefallen, über die ich gerne mit euch reden möchte. Ja, und das tue ich in diesem Video. So, zweiter Disclaimer ist, bitte fühlt euch nicht angegriffen von dem, was ich hier sage. Das ist meine persönliche Meinung und ich hatte vor ein paar Tagen schon auf Twitter so ein kleines Theater, weil ich da schon so leicht angedeutet habe, dass ich nicht hundertprozentig von dem Spiel überzeugt bin. Und da wurde mir direkt an den Kopf geschmissen, du bist die Art Mensch, die für alle anderen, ja, das Spiel versaut und kaputt macht und ich bin noch das Allerletzte und bla bla bla. Wie gesagt, ich möchte keinen hier irgendwie vor den Kopf stoßen oder verletzen, was weiß ich. Es ist halt meine Meinung, die ich mir da gemacht habe und ja, die möchte ich halt gerne mit euch teilen und ich finde, man sollte die Meinung jemand anderes immer so akzeptieren, wie sie ist, weil man kann sie sowieso nicht ändern. Meine Stimme ist übrigens immer noch total lediert, also verzeiht mir das bitte. Ich habe auf der Gamescom so viel rumgeschrien und rumgegrölt in der Stadt, dass das ein bisschen gelitten hat. Aber ich denke, es wird gehen. So, kommen wir erstmal zu den positiven Sachen, weil damit halte ich mich, glaube ich, am kürzesten auf. Sorry. Ich mag den Style immer noch total gerne. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Der Artstyle ist wirklich toll umgesetzt worden. Die Grafik sagt mir sehr zu. Es ist sehr schön gestaltet worden. Die Welt ist sehr bunt. Auch die Grafikeffekte, die zum Beispiel erzielt werden, wenn die Sonnenstrahlen durch die Blätter der Bäume fallen. Das sieht sehr, sehr hübsch aus und trägt unglaublich gut zur Atmosphäre bei. Oder wenn der Wüstensand so ein bisschen aufgewirbelt wird, das sieht auch sehr hübsch aus. Die Natur ist unglaublich schön gestaltet. Die Bäume sehen endlich aus wie Bäume mit einer richtigen Verästung, also Astgabelung. Keine Ahnung, wie man das nennt, aber sie sehen aus wie Bäume. Die Enten auf dem Wasser, auf diesem Fluss, die paddeln richtig mit ihren kleinen Füßchen. Das sieht total niedlich aus. Also da ist schon wirklich Liebe zum Detail zu sehen. Also Daumen hoch dafür. Was ich wirklich super toll fand und wo ich mich wirklich die meiste Zeit mit aufgehalten habe, war tatsächlich der Baumodus. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Ich habe früher total ungern gebaut, weil ich immer baufaul war. Aber bei Sims 4 ist der Baumodus so toll gestaltet und man hat so viele Möglichkeiten, sich ein tolles Haus zu bauen mit einem schönen Garten. Und man könnte sich da wirklich stundenlang dran aufhalten, weil einfach so viel möglich ist und man seiner Fantasie so schön freien Lauf lassen kann und das Haus so toll einrichten kann. Und die Möbel sind auch wirklich sehr hübsch gestaltet, auch wirklich mit Liebe zum Detail. Und da muss ich wirklich beide Daumen hoch geben, also wirklich ganz klasse. Da werden die Häuslebauer unter euch wirklich ihren Spaß dran haben und ich bin auch echt gespannt, was ihr alles gestaltet, was ihr in der unglaublich tollen Galerie hochladet. Und ja, kommen wir zu den Sachen, die ich nicht so super fand. Und zwar, ich finde, es war mein Eindruck, man merkt dem Spiel leider an, dass sich sehr beeilt wurde, damit fertig zu werden. Ich finde, sie hätten sich mindestens noch bis Frühjahr 2015 Zeit lassen sollen. Tut mir leid, aber es ist so. Mein Eindruck ist, dass Fans bzw. Menschen, die vorher noch nie Sims gespielt haben, weder Sims 1, Sims 2 oder Sims 3, die werden das wahrscheinlich als totale Revolution ansehen. Die werden das wahrscheinlich als das tollste Spiel der Welt ansehen und unglaublich davon begeistert sein. Aber alte Sims-Veteranen, wie ich jetzt zum Beispiel,
die mit dem Spiel schon über 10 Jahre sich beschäftigt haben und intensiv jedes Add-on gespielt haben und quasi jede einzelne Faser in sich aufgesaugt haben, werden merken, dass sich einiges verändert hat. Und ja, ich bin mir bewusst, es ist ein neues Sims-Spiel, es ist ein komplett neues Spiel, aber es fängt für mich schon bei der Nachbarschaft an. Ich war tatsächlich überrascht, wie beengt man auf so einem Gemeinschaftsgrundstück sein kann. Man geht wirklich mit dem Cursor dann rum und denkt sich, oh, da ist aber eine schöne Wiese und das ist ein schönes Stück Natur oder oh, ich möchte so gerne auf diese hübsche Brücke gehen, die da über den Fluss läuft. Und man kann es nicht. Ich gehe da mit meinem Cursor dahin und dann kommt ein großes rotes Stoppzeichen und ich kann nicht weiter und ich kann auch nicht über ein anderes Grundstück auf diese schönen Stellen, weil es einfach nur Deko ist. Genauso wie diese Häuserreihe, die von der damals auch das Bild veröffentlicht wurde mit der Lichterkette, wo ich damals dachte, oh klasse, das wird bestimmt so ein schönes Geschäftsviertel mit so kleinen hübschen Gassen, wo meine Sims einkaufen können und das sieht bestimmt total hübsch aus. Ist alles Deko. Die Brücke ist Deko. Einige Abschnitte, also von der Natur ist einfach nur Deko und das stört mich massiv. Ich finde schon, dass die Grundstücke sehr beengt sind. Man merkt natürlich, dass sich einige Optionen offen gelassen wurden für die Erweiterung des Spiels, natürlich die Erweiterung der Grundstücke. Das wird sicher in einigen Add-ons später kommen. Aber mir ist es einfach zu wenig. Nächster Punkt, was mich massiv stört, wenn ihr eure Sims oder ein Objekt mit dem Cursor berührt, dann wird es mit einer weißen Linie umrandet. Das stört mich so massiv im Gameplay, dass macht für mich die Atmosphäre kaputt. Und wir hatten ja 2 Präsentationen mit Lindsay Pearson und da habe ich natürlich erstmal nachgefragt, ob es die Option gibt, das auszuschalten. Das habe ich nämlich als erstes gesucht in den Spieleoptionen, habe es nicht gefunden. Und man kann es nicht ausschalten. Und ich habe gefragt, ja, kann man das vielleicht irgendwie in der Zukunft berücksichtigen, das vielleicht rauszupatchen? Ja, yeah, we will think about it. Also so nach dem Motto, leck mich am Arsch, du blöde Kuh. Ich finde, man sollte wenigstens die Option lassen, dieses Feature ein- oder auszuschalten. Ich meine, ich verstehe den Sinn dahinter sowieso nicht, ob man da vielleicht besser erkennen soll, was man anklickt. Aber ich meine, wir sind ja nicht alle blind. Wir wissen genau, ob wir einen Stuhl anklicken oder halt unseren Sim oder was auch immer. Diese weiße Linie, ich bin einfach so pingelig. Vielleicht sagen auch einige, mein Gott, stell dich nicht so an, aber ich bin einfach sehr pingelig. Und für mich ist es einfach ein sehr, sehr störendes Element. So, Multitasking und Wegfindung. Ich gehe schwer davon aus, dass das Spiel mittlerweile fertiggestellt ist, weil wir haben jetzt noch circa 2 Wochen, bis das Spiel veröffentlicht wird und da sollte es eigentlich schon ready sein. Ich hatte die Situation mit meinem Sim, sie hat sich mit einem anderen Sim unterhalten im Park und während des Gesprächs ging sie einfach weg. Das Gespräch lief noch, lief im großen Bogen zu einer Bank. Der Typ stand noch hier und sie saßen, also sie standen bzw. saßen Rücken an Rücken. Sie hat den Kopf irgendwie, keine Ahnung, quasi bis nach hinten gedreht. Ich habe schon gedacht, wir sind beim Exorzisten. Und die Augen waren wirklich ganz in der Ecke, damit es die Illusion hat, dass sie sich noch anschauen und haben weitergeredet. Der Typ stand, also die stand wirklich Rücken an Rücken und das war wieder so ein bisschen unrealistisch und so ein kleiner Fail. Dann mit der Wegfindung, da habe ich mir manchmal auch gedacht, so intuitiv und toll ist die jetzt auch nicht. Also manchmal war auch die Situation, wo ich mir dachte, Mädchen, du bist schon dran vorbeigelaufen, wo gehst du hin? Ist sie wirklich so einen riesen umständlichen Bogen gelaufen zu dem Platz, wo ich sie hinschicken wollte, obwohl es eigentlich viel einfacher gegangen wäre. Also da sind wahrscheinlich noch so ein paar Sachen nötig, die noch gepatcht werden müssen und ausgefeilt werden müssen. Manchmal sieht es wirklich geschmeidig aus, wenn die Sims zum Beispiel aneinander vorbeilaufen durch die Tür oder so. Aber oft ist es auch so, dass sie einfach durch Objekte glitschen oder einfach mit einem halben Körper in der Wand stehen oder mit einem halben Körper in einem anderen Sim, weil es auch anders einfach nicht geht, wenn sie so enge Gänge durchlaufen müssen. Das war ja schon immer so, dass das nicht so funktioniert hat. Und es kommt auch öfter noch die Situation, dass sie da stehen und hier diesen machen und nicht weiter wissen und nicht weiter können. Also wie gesagt, wir hatten 2 Präsentationen bei Lindsay Pearson und sowieso die Sim-Gurus, die waren alle irgendwie, keine Ahnung, die saßen immer in der Ecke und haben mit ihren kleinen Laptops gearbeitet
Und Sim Guru King war auch da und der hat Selbstgespräche geführt. Ich dachte immer, der hat ein Headset im Ohr und hat mit jemandem telefoniert, aber der hat Selbstgespräche geführt und es war so ein bisschen creepy. Und die saßen immer da und haben eigentlich immer so eine Fresse gezogen und waren so in sich gekehrt. Aber sobald man die angesprochen hat, bing, hi, can I answer your question? Die waren dann total aufgedreht auf einmal. Also da hat man echt gemerkt, boah, wie die von Maxis-EA trainiert werden. Die sind echt wie so kleine Maschinen, die funktionieren müssen. Das war schon so ein kleines bisschen gruselig. Und ja, bei der Präsentation von Lindsay wurden natürlich auch unangenehme Fragen gestellt, wie zum Beispiel, warum einige Objekte rausgenommen wurden. Es fehlen Spülmaschinen, Müllpressen, Telefone fürs Haus oder die Sache mit den Stammbäumen. Ich meine, da waren wir alle überrascht und schockiert, dass es die nicht gibt, denn es handelt sich um ein Generationsspiel. Und von dieser Frage war Lindsay auch nicht so begeistert. Man hat immer gemerkt, wie ihre Gesichtszüge so leicht entgleist sind vom Lächeln ins blöden Fragen. Und dann kriegt man noch die blöde Antwort zu hören, ja, ihr könnt euch doch einfach einen Zettel nehmen und euch aufschreiben, wie eure Sims miteinander verwandt sind. What? Are you kidding me? Soll ich jetzt eure Arbeit erledigen oder was? Das war eure Aufgabe und ich glaube nicht, dass es so viel Zeit in Anspruch nimmt, diesen Stammbaum zu erstellen. Man merkt einfach an so vielen Stellen, dass sie sich so beeilt haben, dieses Spiel fertig zu kriegen. What's the rush? I mean, was soll das? Das Allergeilste war, Fernando hat gefragt nach dem Premium-Service, da was ja alle wissen wollten. Da hat die sich doch echt blöd gestellt und gesagt, Premium-Service? Hä? Was? Hab ich noch nie von gehört. Wie seid ihr darauf gekommen? Es wurde gepostet, es wurde darüber gesprochen, ist eigentlich schon offiziell, aber die hat sich doof gestellt. So, nee, also wir konzentrieren uns darauf, das Hauptspiel auf den Markt zu bringen, aber ein Premium-Service sagt mir jetzt gar nichts. Das war schon mal die eine Sache und dann habe ich gefragt, wie lange denn jetzt Sims 4 schon in Entwicklung ist. Und da meinte sie, 2,5 Jahre. Und mir so, was? Das kommt nie im Leben hin, weil ja eigentlich schon damals gesagt wurde, dass Sims 4 schon in Arbeit war, als die Sims 3 veröffentlicht wurde. Dann habe ich gehört, dass es schon 8 Jahre in Arbeit war und dann hat noch jemand gesagt, dass es 5 Jahre in Arbeit war. Es widerspricht sich alles und ich verstehe nicht, warum die nicht einfach transparent sein können und einfach mal die Karten offenlegen können. Warum immer diese Geheimniskrämerei? Ich hasse das. Und dann hieß es natürlich irgendwann in der Präsentation, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss ganz schnell weg, ne? Ich muss gehen. Ja, also man fühlt sich an einigen Ecken und Enden mal wieder verarscht und ich verstehe nicht, warum die nicht einfach ehrlich und offen mit den Fans umgehen können. Ich meine, wir zahlen so viel Geld für das Spiel und ich glaube, das ist so eine Sache, die wir verdienen, die Ehrlichkeit und die Transparenz. Und ja, ich bin sicher, das Spiel wird vielen Leuten Freude machen, weil es wirklich Elemente hat, die schön sind. Auch die Animationen sind wunderschön gestaltet und da gibt es bestimmt noch einiges zu entdecken. Und ich werde das Spiel ja auch spielen. Aber für mich ist es leider im Moment so, dass ich nicht diesen Pegel erreicht habe der Freude, der Vorfreude, wie ich es damals beispielsweise bei Sims 2 oder Sims 3 hatte. Es ist einfach so. Könnte daran liegen, dass ich halt jetzt ein bisschen älter geworden bin. Damals bei Sims 2 war ich 16. Mein Gott, da bin ich noch zur Schule gegangen. Und ich bin einfach kritischer geworden und sehe das alles mit ein bisschen anderen Augen, weil es einfach sehr viel Geld ist, was wir dafür auf den Tisch blättern. Und es ist einfach sowas von klar und offensichtlich, dass sie sich so mega viele Optionen offen gelassen haben für spätere Add-ons und Inhalte, die man sich dazu kaufen muss und Nachbarschaftserweiterungen eventuell. Und man kann sich jetzt irgendwie schon an einer Hand abzählen, was da alles auf uns zukommt. Und irgendwie habe ich da ein beschissenes Gefühl im Bauch und meistens täuscht mich mein Gefühl im Bauch nicht. Und deshalb bin ich da so ein bisschen, ja, missmutig eingestellt. Aber, wie gesagt, es ist sehr hübsch gestaltet und ihr habt mit Sicherheit eure Freude daran, wenn es euch interessiert, das Spiel. Aber wie gesagt, ich werfe jetzt nicht mit Konfetti und springe durch die Gegend und, Sims 4, Sims 4. Ich gehe da halt ein bisschen kritischer ran und, ja. Und man muss einige Sachen halt auch ein bisschen kritisch sehen. Also einige Fanseiten und Menschen, wie zum Beispiel auf Twitter,
die kommen mir manchmal echt vor, als ob die eine Gehirnwäsche hinter sich gebracht haben, weil die wirklich alles toll finden, weil wirklich alles super ist und total begeistert und sitz hier. Das kann ich einfach nicht. Ich muss einfach ehrlich zu euch sein und das war ich jetzt. Ich liebe Sims immer noch und werde mit Sicherheit auch meine Freude daran haben, vor allem wenn diese scheiß weißen Linien rausgepatcht wurden. Aber ja, es gibt einfach einige Sachen, die mir Bauchschmerzen bereiten und das sollte nicht so sein. Ja. Aber wollen wir jetzt mal wieder zu etwas Positivem umsteigen? Tut mir leid, wenn ich euch irgendwie die Stimmung versaut habe oder so. Ihr könnt euch immer noch auf das Spiel freuen. Wie gesagt, ne, das sieht echt hübsch aus und die Animationen sind toll und der Baumodus ist einfach wundervoll. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Also wenn ihr daran Freude habt, dann ist das Spiel auf jeden Fall was für euch. Jetzt habe ich noch einen kleinen Gamescom-Haul für euch, bevor meine Stimme jetzt gleich wieder völlig weg ist. Himmelherrscher Zeiten. Ich habe hier einen wunderschönen Sims 4 Umweltbeutel. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Den werde ich mit hübschen Sachen füllen und durch die Gegend laufen. Sehr hübsch. Und das Lustigste überhaupt, Leute. Räusper. Wir waren unten am Sims 4 Stand in den Hallen. Und da war so ein Pappaufsteller, wo man Fotos machen konnte. Und wir haben da einfach ein Foto gemacht. Wussten aber nicht, was wir da taten. Da kamen auf einmal zwei Trullers angerannt und meinten, ihr müsst das Foto verlinken und mit einem Hashtag versehen. Und haben uns dann diese Demo in die Hand gedrückt. Und das ist tatsächlich die Demo, die man sich kostenlos bei Origin runterladen kann in physischer Form. Wie bescheuert ist das und was für eine Materialverschwendung ist das? So, naja. Dann hat mir der liebe Fernando ein Sims 3 Ordner mitgebracht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das hat mich total gefreut. Weiß gar nicht, was ich da alles abhefte. Aber oh, der ist sehr schön und habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Danke nochmal, Fernando. Und dann hat mir der Micha hat mir was ganz, ganz Tolles mitgebracht. Ich habe mich so gefreut. Ich habe es ihm eigentlich in Auftrag gegeben, aber egal. Und zwar hat er mir aus San Francisco diese süße Erbsenkanone, sie heißt übrigens Erbsi, mitgebracht. Und ja, ich war, sie ist so weich und ich kann mit ihr kuscheln und oh, so schön. Erbsi. Plants vs. Zombies übrigens, ein super Spiel. Garden Warfare. Liebe ich immer noch. So. Jetzt was ganz, ganz Tolles, und zwar habe ich bei Rachie Bob, die euch vielleicht was sagt, wenn nicht, verlinke ich euch ihren Kanal in der Infobox. Ich habe bei ihr bei einem Gewinnspiel mitgemacht und habe Shorts gewonnen. Diese stylischen Shorts, die mir aber, glaube ich, zu eng sind. Also das soll Größe M sein. Ich habe eigentlich Größe M, aber für mich sieht es nach S aus. Also, ich glaube, dass ich da nicht drin atmen kann, aber ich finde sie sehr schön und sie kommt von Rachie Bob und das freut mich sehr und das ist was ganz Besonderes. Was habe ich noch? Ach ja, dann habe ich noch Salatmayonnaise, die von den Typen stammt, mit denen wir eines Mittags gegessen haben. Und ja, ich werde immer, also wenn ihr zuschaut, ich werde immer an euch denken, wenn ich diese Salatmayonnaise betrachte. Haltbar bis 21.03.2015. Sie hat ein special place in my heart. Like never before. Also ich hatte wirklich wunderbare Tage in der Community Lounge von EA. Es war so schön, die ganzen Leute wieder zu sehen und zu quatschen. Die waren alle so lieb und freundlich und es hat so viel Spaß gemacht. Und ich möchte mich auch nochmal hier bei Micha und Thorsten bedanken. Es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, dort zu spielen und so viel zu lernen und aufzusaugen. Und ja, die Tage waren einfach so toll. Wir waren abends dann immer essen, lecker, und Cocktails haben wir getrunken. Ich mit meinem Long Island Iced Tea. Ja, ich glaube, der ist immer noch nicht abgebaut. Aber es war wirklich einfach sehr, sehr schön. Und an dem einen Tag habe ich ja Ella the Bee getroffen. Ah, das war so toll. Ich wünschte aber, ich könnte sie nochmal treffen, wenn ich nicht so durch den Wind bin. Und ich glaube, das hat sie auch gemerkt, dass ich nicht so ganz bei der Sache war.
weil ich einfach auch zu wenig geschlafen habe und es war alles so viel Gewusel. Aber es war so schön, sie ist so lieb und sie ist noch hübscher als in ihren Videos. Oh mein Gott, sie hat ganz, ganz lange Wimpern. Nee, sie war wirklich unglaublich nett, also ein richtig herzlicher Mensch. Und sie hat auch eine Freundin mitgebracht, die war auch richtig nett. Ja, also das werde ich nie vergessen. Es war echt eine schöne Zeit wieder und nicht umsonst ist die Gamescom die Zeit im Jahr, auf die ich mich am meisten irgendwie immer freue und ja, es ist echt immer ganz toll. Ja, also die Videos, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, meine Follow Me Around, verlinke ich euch natürlich. Ja, und jetzt verabschieden Erbsi und ich uns von euch. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht über meine Review, Preview, whatever. Wie gesagt, das war meine ehrliche Meinung und die erwartet ihr auch von mir. Und ja, wir verabschieden uns jetzt von euch und freuen uns dann aufs nächste Video und bis dann. Tschüss.